Einen wunderschönen guten Tag. Wer ist das denn? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Das ist mittlerweile schon die dritte Folge mit dem Deinosuchus Renekton. Beim letzten Mal war es schon sehr, sehr knapp, da sind wir fast gestorben. Aber heute geht's wieder auf Jagd. Wir sind bei 81% Leben. Essen und Trinken ist voll. Und wir müssen halt unser Territorium hier weiterhin wahrscheinlich verteidigen. Weil hier sind immer so viele andere Krokodile. Da muss man echt aufpassen. Oh, da ist eventuell Beute. Wenn die ins Wasser fällt, können wir uns die holen. Die trinken da beide oben. Komm, fällt ins Wasser. Beide tot. Es geht ja wieder gut los. Den töte ich nicht. Das ist mein Freund. Hallo. Hallo, mein Kleiner. Ja, wir sind Freunde. Warum macht er denn jetzt bösen Call? Kommt da leider nicht hoch, zu steil. Er springt auf mich. Warum macht er das? Du kannst ruhig essen, mein Kleiner. Verstehe ich nicht. Aber auch eine schöne Farbe hat er. Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Troodon? Ich glaube ja, oder? Oh, Raptoren-Troodon. Kleiner Baby-Pteranodon ist da, der will fressen. Und der ist auch so süß. Ich zeig mich mal. Du kannst ruhig essen, mein Kleiner. Oh, jetzt kommt mein anderer Kleiner und greift ihn vielleicht an. Mal gucken. Nee, er greift nicht an. Guck mal. Das sind meine Babys hier, die beiden. Hallo. Ich tue euch nichts. Ist alles gut. Ihr könnt euch ernähren, wie ihr wollt. Oh, haben sie sich gerade angegriffen? Oh, die kloppen sich. Ah, warum? Also der Rot hier ist mein Main-Freund. Der ist auch hier geblieben. Der ist mir treu. Guckt ihn euch an. So ein Hübscher. Oh, oh. Großes Croc. Bin noch nicht full live. Deswegen will ich noch chillen eigentlich. Wenn ich full live wäre, würde ich kämpfen, glaube ich. 92. Ah, das ist jetzt schlecht. Soll ich dann runterwandern? Ich will sowieso eigentlich in die andere Richtung. Würde ich jetzt die Wanderung machen nach unten. Ich denke mal, das Krokodil wird schon nichts machen. Ist das denn ganz ausgewachsen? Ich glaube, ich sehe größer aus, oder? Ne, ich glaube, wir sind beide voll addled. Dann gehen wir mal runter. Ich wollte eh hier hin. Hier war ja beim letzten Mal mein Dinosaurierfriedhof. Ist übrigens noch der gleiche Aufnahmetag. Also ich habe es direkt schon aufgenommen. Oh, das ist noch ein großes Croc. Ah, damn. Ich bleib mal am Land. Ich gehe mal am Land da dran vorbei. Das passt schon. Ich will halt eigentlich komplett jetzt hier weg von diesem Ort. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hier rumgammeln.
Vor allem nicht, wenn noch zwei weitere Ausgewachsene hier sind. Ist halt schon wieder lustig, dass der Kleine mitkommt, ne? Finde ich echt gut. Oh, da sind zwei Crocs. Gegen zwei kann ich es nicht aufnehmen. Oh, die wollen Ärger, glaube ich. Jetzt haben wir eventuell ein Problem. Sind halt auch abgetaucht. Es kann gut sein, dass sie mich beobachten. Und sie sehen jetzt auch nicht so groß aus. Der eine ist, glaube ich, ausgewachsen, der da noch nicht, der da liegt. Ich kann das immer schwer einschätzen. Ich frage mich halt, ob es Sinn macht, einfach ins Wasser zu... Ja, die sind beide da. Okay, wir sprinten ins Wasser. Dadurch, dass sich beide gezeigt haben, ist easy. Ja, wir sind vorbei. Das ist super. Jetzt können wir weiter schwimmen. Oh, da vorne ist wieder unser Freund. Oh, das ist ja schön. Der wartet uns. Muss ich ihm bald auch einen Namen geben? Ich nenne ihn einfach... Wie nenne ich ihn denn? Ich nenne ihn Bloody. Weil er rot ist. Komm, Bloody. Wir ziehen weiter. Wird jetzt schon zur Gewohnheit gefühlt, dass ich mit dem Dino kleine Babyfreunde habe, die am Ufer mitlaufen. Finde ich eigentlich ganz süß. Bloody? Bloody, hallo? Bloody? Wo ist der? Ich habe den Fisch gefangen. Sehen leider nicht. Ach, der hat schon Fisch. Den kriegst du trotzdem auch einen von mir. Damit du weißt, wir sind Freunde. Hier bin ich. Komm her. Was macht der denn da hinten? Gott, das kann ja wieder eine Wanderung werden mit so einem kleinen Racker. Da ist er. Weiter geht's. Ich schwimme jetzt hier lang. Ich hoffe, du checkst das. Aber ich muss tauchen. Ja, die Nacht kommt jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich Bloody die ganze Zeit dabei behalten will. Weil der lenkt mich halt schon so ein bisschen ab von der Unterwasserwelt, muss ich sagen. Weil ich immer gucke, wo er ist. Muss immer auftauchen, damit er mich sieht. Also ein kleiner Kompagnon ist halt nicht so das Beste als Croc. Aber ich finde es immer so süß. Was soll ich machen? Da vorne wäre ein anderes Croc. Und ich muss hier links. Also ich versuche jetzt mal die Chance zu nutzen, dass es an Land ist. Dass ich dann einfach mal vorbeischwimme. Das kommt genau jetzt wieder ins Wasser. Das ist natürlich schlecht. Ich will mich jetzt eigentlich nicht mit dem kloppen. Ich muss genau da lang. Es tut mir leid, Mr. Croc. Lässt du mich vorbei? Hey. Schreib mal mit ihm. Ich schwimme jetzt mal an ihm vorbei. Und dann ist alles cool. Oder? Ja, scheint alles gut zu sein. Oh, hier ist noch ein anderes Croc. Er verfolgt uns aber noch. Das gefällt mir gar nicht. Er schwimmt uns auch schnell hinterher, oder? Hau ab. Aber wir haben jetzt natürlich Bloody verloren dadurch. Aber es ist, wie es ist.
Wir hatten eine schöne Zeit gemeinsam. Wenigstens ist er diesmal nicht gestorben, so wie letztes Mal mein Kompagnon. Den hat's ja erwischt. Wir haben den Sumpf erreicht. Den einen Fisch hier. Nehme ich nur mal eben mit. Schwimmt eh da unten rein. Und dann tauchen wir unter dem Baumstamm durch. Da sind wir. Der Sumpf. Hat jetzt auch lange gedauert. Wir waren bestimmt eine halbe Stunde unterwegs. Ist aber auch nicht viel passiert auf dem Weg. Deswegen habt ihr wahrscheinlich nicht so viel davon mitbekommen. So, wir sind jetzt wieder an der Staumauer. Unter diesem Staudamm. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen auf die Lauer legen. Ich habe im Sumpf eine ganze Weile gewartet. Aber leider war dort gar nichts los. Deswegen habe ich mich dann wieder auf den Rückweg begeben. Und völlig aus dem Nichts geschah dies hier. Okay, wir haben ihn gekillt. Oh, das kam aus dem Nichts. Oh, krass. Okay, können wir auf jeden Fall nicht so schlucken. Aber können wir essen. Sogar eine Diät von uns, das ist perfekt. Oh, da war aber jetzt nicht viel dran. So langsam aber sicher kommen wir jetzt zur Mitte der Karte. Da sollte gleich hoffentlich Action gehen. Oh, hier vorne kommen zwei Stegos. So langsam zum Ufer. Hä, da ist da kein Baby oder sowas dabei. Guck aber mal wegen anderen Krokodilen, ob die von hinten kommen. Da muss man echt vorsichtig sein. Haben die mich gesehen? Oder was passiert hier gerade? Was hatten die jetzt vor? Oder kommt ein Pinguin hinter mir? Nein, der warnt die jetzt, oder? Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, da kommen noch andere Dinos. So hört sich das zumindest an. Oh, ich habe ihn gegriffen. Perfekt. Okay. Gefahr eliminiert. Der kann die nicht mehr warnen. Okay, dann verfolgen wir weiter die Stegos. Wir haben halt nicht mehr so viel Sauerstoff. Ich hoffe halt, dass die irgendwann trinken gehen. Was haben die denn vor? Ich glaube, die regen einfach nur Ausdauer.
Hier so ein bisschen Luft schnappen vielleicht. Ganz sneaky hinterm Busch. Oh, da geht es jetzt richtig Action ab. Oh Gott. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Trinken da vorne. Wir müssen schnell sein. Oh Gott. Einen haben wir. Wow, wie viele das sind. Aber jetzt geht's auch noch gegen die Stege. Nee, gehören zusammen. Kann ich den so schlucken? Nee, too big to swallow. Essen wir mal schnell. Mit einem Haps ist der im Mund. Das hat nicht geklappt. Schade. Jetzt haben wir wieder unser Food verloren, glaube ich, ne? Meint ihr, der weiß, dass ich hier bin? Halt nicht so viel Ausdauer, um den zu drainen. Und los geht's. Nein, der hat sich gerade dann bewegt. Ach, wie ärgerlich. Ich hätte nochmal gucken sollen. So ein Mist. Ja, wir sollten mal Luft schnappen. Hier geht auf jeden Fall richtig Action. Ich glaube, der Stego da kommt trinken. Gegen Stegos fighten ist echt böse. Das ist echt fies. Das war's schon mit Trinken. Ich weiß nicht genau, wie man das macht. Der dreht sich halt direkt weg mit dem Kopf und dann kann ich ihn nicht mehr gut beißen. Aber ich glaube, ich habe ihn auch gehittet, zumindest einmal am Kopf. Aber er hat mich halt zweimal gehittet. Da haben wir endlich mal wieder Beute gemacht. Es war auch nur ein kleiner Haps, aber nehmen wir mit. Noch so ein Pinguin. Den haben wir auch. Oh, wir sind so gut im Pinguin-Catchen. Trau dem nicht. Will uns doch, oder? Er will kämpfen. Hinterher.
Okay, wir schwimmen weiter. Hier war gerade auch noch ein anderer Dino. Sonne geht gerade auch auf. Oha, hier liegen richtig viele Leichen. Was ist denn hier für ein Massaker passiert? Sieht fast so aus wie diese Szene in Jurassic World, wo der Indominus Rex alle Apatos niedergeschnetzelt hat. Einfach ein Dinosaurierfriedhof. Ja, die Raptoren machen sich darüber her. Ich hätte auch gern was davon, muss ich sagen. Ich bin sehr hungrig. Aber ich hätte auch gern so einen schmackhaften Raptor, der zu nah ins Wasser geht. Na, Raptoren? Das dürfte der gute sein. Das andere ist, glaube ich, schon vergammelt. Aber wir sind jetzt Kannibale. Ich glaube, das ist einer von uns. Das ist egal. Hauptsache, die Diät wird erfüllt. Das sind aber alles unsere Artgenossen, ne? Also hier hat echt ein Massaker stattgefunden. Da vorne ist ein Kampf. Da mischen wir uns ein. Ich habe nicht so viel Ausdauer. Wir müssen aber hin da mit ein bisschen Ausdauer, dass wir noch drownen können. Das sind die Raptoren. Wenn da einer versehentlich ins Wasser fällt, schnappe ich ihn mir. Oh, der ist ins Wasser getrieben worden. Aber wie gesagt, ich brauche halt Ausdauer zum Drownen. Wobei ich die, glaube ich, one-shotte, oder? Und da ist auch ein Croc. Kleines. Er ist in die Ecke gedrängt da oben. Ich muss mir jetzt sicher sein, wenn ich strike. Am besten, wenn einer ins Wasser fällt oder so. Ja, die Raptoren kreisen den ein. Komm hier nicht hoch. Ich helfe dem Cerato jetzt. Haut ab! Keine Ausdauer mehr.
Ja, wer will, dass ich ihn kille, aber ich verteidige ihn. Willst du das wirklich? Er will, dass ich ihn töte. Oh nein. Ich kann das nicht. Ich habe ihm noch keinen Arm gegeben. Okay, er ist Dieter. Jetzt kann ich ihn nicht mehr töten. Dieter, du musst leben. Sei ein Lebemann. Komm, schwimm rüber, Dieter. Komm her. Dieter, komm. Schwimm rüber. Der Wille muss stark sein. Ich verteidige dich. Diese fiesen Raptoren. Haut ab. Lass Dieter in Ruhe. Dieter, ruh dich aus. Sehr gut, Dieter. Ich glaube, wir müssen ihn gleich noch irgendwie hier wegbringen. Okay, er hat einen Raptor. Sehr gut. Das andere Croc hat einen Raptor. Ich verlasse dich mal kurz, Dieter. Der will sich von hinten ansneaken. Guckt euch das an. Ne, der jagt irgendwas anderes. Okay. Ist alles okay, Dieter? Geht's dir wieder besser? Raptoren sind halt immer noch da. Na, das weiße Croc kämpft auch mit. Sehr gut. Es hat auch verstanden, dass Dieter einer von uns ist. Im Herzen bist du ein Kroko. Gib's zu. Schade. Oh, der greift ihn echt an. Los, Stego, mach ihn down. Ich muss mal wieder Dieter abchecken, ob es ihm gut geht. Ich hoffe, der Stego macht den. Ist das Dieter da oben? Ne, ist ein Raptor, ne? Dieter? Okay, Dieter ist nicht mehr da. Das ist Dieter da oben. Oha. Oder? Ja. Dieter? Das ist einfach Dieter. Oh, und Dieter kommt und bedankt sich, glaube ich. Oh, Dieter, das habe ich doch gern gemacht. Oh, er bringt uns extra was her. Oh, danke schön. Ah, lecker Raptor, der schmeckt heute besonders gut. Mm.
Oh, der bringt noch mehr Food. Oh, er ist so dankbar. Guckt euch diesen Süßen an. Oh, Dieter, ey. Oh, Dieter, das ist doch gut. Oh Mann, ey. Er füttert mich einfach. Meint ihr, so einen dicken kann ich auch ins Wasser ziehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also den großen nicht, den roten bestimmt. Aber es könnte halt Dieters Familie sein. Warte mal. Ich will euch was zeigen. Kommt mal mit. Ich habe hier jemanden für euch. Da, Dieter kommt. Oh, jetzt sieht er sie. Dieter, komm her. Komm rüber. Dieter, komm. Dieter, du musst freundlich sein. Geh hinterher. Dieter. Komm. Oh, Dieter. Ich glaube, er will bei uns bleiben. Komm doch. Oh, was macht der? Oh nee, bringt er uns das wieder? Guck mal, wie schwer er schleppen muss. Oh, er schleppt das halt wirklich hierher. Dankeschön. Danke, danke. Wäre doch nicht nötig. Wir verabschieden uns jetzt von Dieter. Der Server ist nämlich mittlerweile relativ leer. Dieter? Ich hab dich wirklich sehr gern, weißt du das? Ich streiche ihn nochmal hier am Nacken. Leb wohl. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Renekton, der Dino, lebt immer noch. Die dritte Folge hat er jetzt schon überlebt. Und falls ihr mehr von Renekton sehen wollt, dann müsst ihr jetzt einmal Hashtag Dino in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch Folge 4 aufnehmen. Und ansonsten würde ich mich super über ein Like freuen, das würde mich sehr unterstützen. Und ihr könnt auch nochmal gerne euch diese Liste angucken und dann in die Kommentare schreiben, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.